Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, da draußen an heimischen Empfangsgeräten. Zu Ihnen spricht der Bibi und wir sind zurück bei Ultimate Admiral Age of Sail mit der amerikanischen Kampagne Tritt nicht auf mich drauf. Zuletzt hatten wir ein etwas anderes Seegefecht mit Schiffen, die wir uns nicht selber aussuchen konnten. Aber wir haben Profit daraus geschlagen, indem wir ein Schiff erobern konnten und indem wir ordentlich für Reservisten sorgen konnten. Diese sorgen dafür, dass wir später hier eine richtig gute Truppe aufbauen können. Wir werden noch einmal kurz hier unsere Schiffe... Ne, das machen wir erst, wenn die Phase durch ist. Also hier die nächste Stufe. Wenn wir jetzt nur Leute rekrutieren, kostet uns das nur unnötig Geld, denn wir machen Minus. Also, nächste Stufe. Ihr befindet euch in eurer Kabine und esst ein gebratenes Hühnerbein. Während ihr alle Berichte durchgeht, die eurer Aufmerksamkeit gebrauchen. Ein plötzlicher Lärm erregt eure Aufmerksamkeit, viele Stimmen, die vor eurer Tür diskutieren. Eure Tür öffnet sich, während ihr überlegt, wo ihr den Hühnerknochen hinwerfen sollt. Ihr seht euren diensthabenden Oberfähnrich, einige grobschlächtig aussehende Leibwächter und einen alten Mann mit lebensmüdem Gesichtsausdruck. Mein Name ist Benjamin Franklin. Ich muss in 2 Wochen in Frankreich sein. Meine Kameraden sagten mir, ihr seid die richtige Person, um mir dabei zu helfen. Na, willkommen an Bord, Sir. Das war's? Okay. Kapitel beenden. Jetzt wirklich. Die Rückkehr. Sonntag, 1. März 1778. Nach einer Reihe großer Siege der kontinentalen Flotte und über die eigentlich stärkere königliche Marine hat der Kongress entschieden, mich nach Europa zu entsenden. Die amerikanischen Ausschussmitglieder Benjamin Franklin, Silas Deane und Arthur Lee stehen in Verhandlungen mit Frankreich und versuchen, unsere Beziehungen mit der Unterzeichnung eines Bündnisabkommens zu verbessern. Meine Mission besteht darin, die Beauftragten mit meinen strategischen Empfehlungen zu unterstützen und die amerikanische Sache auf alle mir möglichen Weisen zu unterstützen. Schon bald habe ich damit begonnen, neue Pläne zu schmieden, wie ich Ruhm und Ehre in den Gewässern der Heimat erringen kann. Sobald wir ankommen und uns in Frankreich eingerichtet haben, werde ich meine Flotte für den Weg zu den westlichen Küsten Britanniens vorbereiten. Ich plane, den britischen Seehandelsrouten einen empfindlichen Schlag zu verpassen. Der Kongress hat entschieden, euch die neu gebaute Fregatte USS Ranger für euer Abenteuer in Europa anzubieten oder wahlweise die Finanzierung eines anderen von euch gewünschten Schiffes. Schwere Frage, wir haben ja ein anderes gewünschtes Schiff, was wir jetzt ganz gerne mal ausrüsten wollten. Ist die Frage, was die Ranger von Schiff ist. Notfalls können wir es immer noch verkaufen. Ich würde es mir vielleicht doch ganz gerne mal anschauen. Gut. Was schauen wir uns zuerst an den Bericht. Ball wurde geliefert, USS Ranger. Und ein Bericht. Admiral Dabimi hat das Kommando über die USS Ranger erhalten und befohlen, sie in Portsmouth, New Hampshire auszustatten und kommandierte sie bis zu seiner Ankunft in Frankreich. Doch schon bevor er mit der Ranger in die Gefahr segelte, bedrohte die Widerspenstigkeit der Besatzung des Schiffes seine Möglichkeiten, sie zu befehligen. Wieder und wieder haben sich die Offiziere und Crew unter dem Kommando von der Bibi als ungehorsam und aufsässig gezeigt und die Methoden, Strategien sowie Ziele von der Bibi wiederholt in Frage gestellt. In der Tat sendete die Crew nach der mittelmäßig erfolgreichen Reise der Ranger und ihrer Rückkehr nach Frankreich einen Antrag an die amerikanischen Mitglieder der Kommission, in dem sie empfahlen, der Bimi seines Kommandos zu entheben. Ja, wo sind wir denn hier? Was ist das überhaupt für ein Pott? Interessant. 48 Kanonen. Das ist heftig. Das wäre tatsächlich momentan unser stärkstes Schiff. Aber wir haben ja noch die Orakel.
Und die werden wir auch gleich ausstatten. Wir schauen uns erstmal das Schiffchen hier an. Achso, und wir schauen erstmal, ob das nächste, was auf uns zukommt, überhaupt ein Seegefecht ist. Samstag, 11. April, Freitag, 17. April, 21. Juli. Das kommt also ganz zum Schluss. Gut, dann wird es wohl erstmal hier das Kriegsschiff sein. Samstags, 11. April 1778. Mein Schicksal brachte mich nach Europa zurück, mit dem Befehl, die amerikanische Sache mit allen Mitteln zu unterstützen. Ich habe auf diesen Moment gewartet, um Ruhm und Ehre in heimischen Gewässern zu verfolgen. Ich stach von Brest aus in Frankreich aus in See mit Kurs auf die Westküste Großbritanniens und plante der britischen Handelsschifffahrt in der irischen See einen schweren Schlag zu versetzen. 5 Schiffe dürfen mitbringen und ich wette, es bleibt nicht nur bei diesem einen gegnerischen Schiff. Alles klar, darauf können wir uns doch gut vorbereiten. Das Schiff ist schon mal ausgerüstet mit Karonaden, das finde ich gut. Und 24 Pfünder Armstrong-Kanonen. Ordentlich. Ordentlich. Das Beste, was wir mal reinpacken können, sind 12 Pfünder. Auf der Auffahrt ist sogar nur 9 Pfünder. Geht da echt nicht mehr unten rein. Doch. 12 Pfünder Desaguliers. Genauso schwer, etwas teurer. Und höhere Durchschlagskraft. Aber es sind und bleiben 9 Pfünder, ne? 12er Königskanonen können wir noch reinpacken. Also ja, die Auswahl auf der Orpheus ist bescheiden. 5 Schiffe können wir mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Mit unserem neuesten sind es 6. Also könnten wir sogar ein Schiff abgeben. Das wäre dann wahrscheinlich auch die Orpheus als momentan. Ne, die Apis eigentlich. Ne, die Apis hat stärkere Kanonen. Zwar weniger, aber stärkere als die Orpheus. Ich glaube, die wäre das nächste Schiff, was wir aufgeben würden. Naja. Schauen wir uns doch erstmal die Ranger an. 48 Kanonen. Fregatte der 4. Klasse. Razi-Klasse. 24 Pfünder Armstrongs. Das ist schon mächtig. 350 Mann passen drauf. Boah, da könnte man oben drauf. Da können wir 68 Pfünder Karonaden draufpacken. Oh. Die machen was für einen Schaden? 24. Zwar nur auf naher Distanz, aber interessant. Die Kanonen bleiben also erstmal, wie sie sind. Das passt eigentlich schon. Die Besatzung ist nicht gut. Oberfähnriche. Alles Oberfähnriche. Außerdem haben sie unglaublich schlechte Waffen. An den Waffen werden wir aber erstmal nicht rütteln. Aber vielleicht einen Offizieren. Ich hätte hier ganz gern Garrett Bristol als Kommandant. Damit die Werte zumindest ein bisschen ansteigen. Außerdem wird das Schiff ausgerüstet, natürlich mit einer Reparaturvorteil. Strukturreparaturset 2. Wir haben etwas Geld und etwas Ruf auf hoher Kante. Ich würde sagen, wir erforschen jetzt mal die Strukturreparatur 3, weil die leichter ist. Außerdem, wenn wir schon mal dabei sind, auch die Lafetten 3 und mehr Panzerung und EP, weniger Kapazität. Schiffsverteidigung. Schiffsgeschwindigkeit und Beschleunigung. Und was ist das hier noch? Schnellere Ruderdrehgeschwindigkeiten. Mehr Kapazität, weniger Panzerung. Nee, das auf keinen Fall. Aber die beiden Sachen vielleicht gleich noch zusammen. Dann haben wir die absoluten Superschiffe, was Struktur und Geschwindigkeit angeht. Oder können sie zumindest so ausrüsten, dass sie das Schnellste und Beste davon sind. Und genau das werden wir jetzt hier auch alles anwenden. Also Strukturreparatur 3, das ist immer, das macht das ganze Schiff jetzt richtig oder deutlich leichter. Es ist im Vergleich zur 2 etwas teurer. Repariert nochmal etwas besser. Zwischen den beiden hier gibt es hier, was die Reparatur angeht, gar keinen Unterschied. Aber hier, die wiegt nur 105 Tonnen. Da kommen wir sogar ohne leichtere Lafetten hin. Frage ist, können wir hier noch irgendwas reinbauen, was das Schiff vielleicht noch etwas flotter macht? Weil 8,3 Knoten ist schon wenig. Fortschrittliche Kupferummantlung. 140 Tonnen, das ist zu schwierig. Zu schwer. Ne, sieht man hier.
Die Kosten sind nur so oder 140, okay. Dann wollen wir zumindest dafür sorgen, dass das Schiff gut gepanzert ist. Der schwere Rumpf. Kapazität minus 15%. Konstruktion, Panzerung immer noch zu schwer. Deutlich zu schwer. Passt auch nicht. Nee. Alles zu schwer dafür. Dann lassen wir deinen Spaß. Ruderteilen können wir auch nicht verbessern. Das ist alles für die Katz. Leichtere Lafetten brauchen wir auch nicht. Naja, macht das Schiff zumindest schneller, ne? 9,4. Für nochmal 15.000, das ist ordentlich Kohle, aber sorgt für eine erhöhte Geschwindigkeit. Von 9,4, das ist okay. Dann wird es halt doch die leichtere Lafette. Und dafür ist das Schiff wirklich gut ausgerüstet und bereit für einen Kampf. Und nun ist es soweit. Wir können endlich die HMS Orakel freischalten. Ist ein Schiff der fünften Klasse. Lässt sich aber gut bewaffnen, hat viele Offiziersplätze, viele Upgrade-Möglichkeiten. Und ich bin gespannt, wie sie sich schlagen kann. Die Kanonen, wollen wir die erstmal so lassen? Ich will mal nachschauen. Also, Oberdeck. Wir haben zwei Decks zur Auswahl. Dann packen wir doch oben Karonaden rein. 24 Pfünder Karonen. Nee, wir schauen erstmal unten rein. Wir können 18 Pfünder Armstrong-Kanonen. Sind schon drin verbaut. Wir könnten 24 Pfünder Congreve-Gonaden reinbasteln. Was ist da der Unterschied und was ist der Vorteil? Die sind teurer, aber Reichweite ist vergleichbar. 1150 Yards. Soweit werden wir nie von dem Schiff wegstehen. 950 Yards. Außerdem sind die bei einer Panzerung von 45 immer noch auf 500 Yards Distanz sehr erfolgreich. Und zwar genauso erfolgreich, sogar bei höherer Panzerung, als die 18 von Armstrong-Kanonen. Also wäre ich hier tatsächlich eher im Bauch für die Gonaden. Und oben auf dem Schiff drauf. Die Eikaronaden, ja, die haben keine Durchschlagskraft. Die Armstrong-Kanonen sind okay, machen aber nur 7 Schaden. Genauso wie die Desagulier-Kanonen. Mit dem Unterschied, dass diese auf eine höhere Distanz immer noch gute Panzerungsdurchschlagskraft haben. Ist ein bisschen verdrehte Welt, aber ich finde, das passt doch eigentlich ganz gut, dass wir unten was haben, was jetzt vielleicht nicht die höchste Reichweite hat, dafür aber schnell schießen kann. Und beides auf eine selbe Distanz wirklich gut Schaden macht. Und die oberen sogar weiterschießen können. Ist ein bisschen konfus, aber ich glaube, das passt. Teuer, teuer, der Spaß, aber es wird sich lohnen. Wir gehen zur Besatzung. Wir haben aus dem letzten Gefecht 387 Reservisten mitgenommen. Die werden wir jetzt hier aktivieren. Und da 260 davon. Und allein dadurch, dass wir das Schiff hier mit Reservisten auffüllen, haben wir bereits 2 Verbesserungsfähigkeiten. Offiziere, Captain Linus Kidd übernimmt das Schiff. Abimail Hemmings wird zweiter Offizier. .com. Runsworth.com ist unser Platz 3. Und zu guter Letzt packen wir für das Thema Ausdauer und Entern, was bei uns jetzt nicht so wichtig sein sollte, Amsis Prull rein. Nee, dann lieber auf die Ausdauer. Dann lieber auf die Ausdauer, Leutnant Canamel Wheelock. Und da ist das doch jetzt schon ein Monster von Boot. Bewaffnung. Wir haben es nicht so mit den Entern bei dem Schiffen. Außerdem haben wir hier noch Musketen über. Die sind so lala im Nahkampf, ist ja klar, aber beim Nachladen ziemlich gut und auch ungeheuer effizient. Und ich schätze, darauf wird es hinauslaufen. Vor allem, weil sie uns jetzt nichts kosten. Also wir geben für die ganze hochklassige Besatzung ja keinen Pfennig aus. Das ist super. Außerdem erhöhen wir die Moral, damit uns das Schiff nicht weggeentert wird. Und Genauigkeit und Aufladen. So. Und jetzt schauen wir, was wir noch bei den Bonis für das Schiff ausrichten können. So viel Gewicht ist nicht mehr übrig.
Es ist, denke ich, klar, was zuerst kommt. Strukturreparatur, gefolgt von leichteren Lafetten. Und dann sind wir jetzt schon bei 10,4 bei der Geschwindigkeit. Das ist richtig gut. Jetzt sind wir bei 11,6. Das ist ein schnelles und gefährliches Schiff. Und mit dem schweren Rumpf passt er noch rein? Nein, schwerer Rumpf passt nicht mehr rein. Doppelter passt auch nicht rein. Was geht da noch? Gerne der Rumpf. Jawohl. Das ist ein Monster von Schiff, ein teures Monster von Schiff, aber ein... Ich bin echt gespannt. 54 Kanonen. Schiff der 5. Klasse. Die Ranger hat die 4. Klasse. Das kann was werden. Die Orakel wird natürlich noch umbenannt. Das kann ja nicht hier als HMS dastehen. Wird ein USS. Und damit sind wir doch bestens aufgestellt für das nächste Gefecht. Und dann schauen wir mal, was für einen empfindlichen Schaden wir den Briten zu Hause anrichten können. Und bei der Aphis müssen wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir die nicht irgendwann ausmustern oder unser eigenes Schiff, die Orpheus. Ich glaube, die Aphis hat ja eine bessere Bewaffnung gehabt, ne, als die Orpheus. Wir nehmen die nochmal raus und setzen die Aphis rein. Andererseits, dann sind wir selber nicht im Gefecht. Das wäre ja auch doof. Wir sind selber am Start. Kapitän Drake ist schneller als unsere Schiffe und wird bald hinter dem Horizont verschwinden. Es macht keinen Sinn, diese vergebliche Verfolgung fortzuführen. Oh. Im Gegenteil, wir haben sehr interessante Beuteschiffe gesichtet, die diese Gegend befahren. Hier wurde ein West-India-Handelsschiff gesichtet. Und hier ein anderes. Zweifellos sind beide voll beladen. Die Männer sind begierig darauf, diese Schiffe anzugreifen, Kapitän. Allerdings müssen sie sich schnell entscheiden, bevor die West India Handelsschiffe die Gegend verlassen. Gut, 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 gut. Wir bleiben dann nochmal mit einem Schiff hier dran und schauen, was wir anrichten können. Das zweite ist da drüben, da macht sich der Orpheus hin. Wind passt ja und die Hancock macht sich zu dem anderen. Ist ja fast schon Gegenwind hier. Wind dahin. Abfangkurs, Abfangkurs. Da muss sie hier so lang. Ungefähr bestimmt auf die Höhe. Wenn es vorher schon anhält, ist auch gut. Und den holen wir nicht mehr. Gut, dann drehen wir hier erstmal bei. Und schauen, was die Mission so weiter mit sich bringt. Denn es wird ja bestimmt nicht bei den beiden Schiffen bleiben. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Wir sind mal hart am Wind. Beide fahren hier auch zusammen. Und die Ranger, unser neues, schickes Schiff hier. Macht sich auf den Weidenweg, ja, das passt schon. Ja, die Hancock steht natürlich doof. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir kriegen mal ein bisschen Wind in die Segel. So passt's jetzt. Und da müssen wir warten, bis uns das Schiff hier entgegenkommt. Oder der Wind halbwegs passt. Oder wir müssen halt so ein bisschen kreuzen. Hier drüben passiert schon was. Wir werden ihn hier den Weg abschneiden. Und die Orpheus wird entern. Gefangen nehmen sollen wir die beiden Schiffe. Alles klar. Also nicht versenken, wirklich nur gefangen nehmen. Schau mal, wie stark hier schon eine Salve reinschlägt. Dann halt mal hier mal bitte an und setzen auf Kartätschen. Wir wollen nur die Besatzung von dem Schiff runterjagen. Wir werden hier von hinten angreifen und dann hier dasselbe Spiel durchführen. Zurückschießen wird er eh nicht. Hat ja keine Kanonen dabei. Da haben wir hier drei Schiffe da rum. Da, weißt du was, da kann man auch mal die Ranger mal hier rüber schicken. Und vielleicht auch so ein bisschen Wind kreuzen lassen. Wir sehen das gegnerische Schiff noch nicht mal hier hinten.
Da ist es. Und da müssen wir aufwärts kreuzen. Das kann dauern. Die Glasgow kann auch nichts groß ausrichten. Die setzen wir auch erstmal auf Cartagena. Macht es vielleicht sogar eher Sinn, von hier aus schon zu entern. Ich glaube fast schon, weil die Orakel hat ja eh mehr Besatzung. Glasgow bleibt trotzdem so stehen. Hier machen wir uns ran, passen die Geschwindigkeit an das Schiff an und setzen auf Entern. Und nähern uns noch leicht. Ich habe diese Aufgabe dann schon mal erfüllt. Die Orpheus dreht schon mal bei. Und das steht eigentlich ganz praktisch, die kann einfach warten. Stellen wir wieder zurück auf normale Kanonen. Hier auch, ist ja nichts innerhalb der Reichweite. Ballern wir ganz entspannt die Besatzung runter. Die wird dann auch Moralschaden erleiden. Und dann werden die schon aufgeben. Und da war es natürlich eine super Idee. Ah, sie haben sie aufgegeben. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, da war es ja eine super Idee, auf Bajonette zu verzichten. Aber das Schiff war jetzt so schon effizient genug. Wir ziehen es einmal ran, schicken ein paar Leute rauf und schicken das Ding in den Feierabend. Minimale Besatzung. Seile kappen und ab in die Verlasszone. Mit dem Rest warten wir hier. Schaut's hier so aus mit der Entfernung. Jetzt sehen wir so langsam ein Schiff am Horizont. Da war es doch gerade. Wo ist es? Da. Versuchen hier ein bisschen zu kreuzen. Es kann natürlich dauern. Ihr habt es geschafft, Segel zu setzen. Da bin ich ja froh. Ihr könnt die Segel erstmal einziehen bei der Ranger. Jetzt mittlerweile geschafft, die Segel zu setzen. Kommt ihr auch mal davon? Wollt ihr mal ein Stück fahren? Kommt, ihr habt hier vollen Wind auf eurer Seite. Weil das Seil noch dran war. War das Seil noch dran? Damit hätte ich nicht gerechnet. Fahrt davon, Jungs. Und auch die Hancock nähert sich ihrem Ziel. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Noch frage ich mich, wo in dieser Mission die Herausforderung bleiben soll. Aber es ist noch früh am Tag. Und es werden bestimmt noch irgendwo rote Punkte auf der Karte auftauchen. Alles andere würde mich wundern. Setzen auch hier von Anfang an auf die Cartagena. Noch einmal kreuzen. Und da haben wir auch schon die Reichweite. Und könnte hoffentlich genauso schnell kurzen Prozess machen. Schaffen wir es noch, eine Salve abzusetzen auf die Entfernung? Da kommt eine noch, jawohl. Und beidrehen und dann geht's ab ans Entern.
Aber das kann es doch nicht schon gewesen sein, oder? Ist aber flott unterwegs hier. Kann so ein Transporter hier 10 Knoten fahren? Frag ich mich. Jetzt passt es aber. Dann fliegen die Seile. Jetzt fliegen die Seile. Passen die Geschwindigkeit an. Und im besten Falle klappt das jetzt nochmal genauso gut wie gerade eben. Bums, da knallen die Schiffe aneinander. Und da wird geentert und da geht die Besatzung steil nach unten. Wir hören den Kampflärm aus nächster Nähe. Und da hat es mit der Besatzung. Wunderbar. Schiff erobert. 40 Mann an Bord und ab in den Sonnenuntergang. Haha. Feindliche Kriegsschiffe gesichtet. Kapitän, es scheint, als ob sie immer noch eine Chance auf Ruhm und Ehre haben. Wir können ja den Feind angreifen oder uns zurückziehen und die Beuteschiffe sichern, die für Landeoperationen eingesetzt werden können. Wir machen beides. Wir sichern die Schiffe. Weit hat das ja nicht mehr. Ziehen wieder unsere Flotte zusammen. Und schauen, was es mit den feindlichen Schiffen auf sich hat. Wir werden wir erstmal alle so ein bisschen in Linie bringen. So positionieren. Und schauen, was da so auf uns zukommt. Das ist eigentlich keine Herausforderung. Sechste Klasse Dover. Sechste Klasse Falcon. Und was haben wir hier noch? Siebte Klasse Samson. Das ist alles keine Herausforderung. Das machen wir platt. Die werden sich umgucken. Da am besten hin. Könnte sogar eigentlich fast schon ein Schiff ausreichen, um die Platz zu machen. Werden wir auch hier dann vielleicht doch mal ein bisschen hochkreuzen oder so nach innen wenden und dann hier so ein bisschen hochfahren. Selbes Spiel hier. Nochmal noch so am Start. Die Ranger, unser frisches Schiff. Die kann hier mal beweisen, was sie kann. Jetzt beschleunigen wir das Ganze erstmal. Dreht sogar der Wind zu unseren Gunsten. Weißt du was, schließ dich mal hier an. Dann fahrt ihr zusammen und ihr beide fahrt mal bitte zusammen. Hancock fährt einzeln. Und da fahren drei britische Schiffe in ihr Unheil. Ihr Verderben. Oder in unseren Besitz. Das entscheiden wir noch. Na gut, dann wird sich der Hancock ein bisschen hinten anstellen. Und die Catherine hat sich zurückgezogen. Das heißt, die beiden Schiffe haben wir dann schon mal für uns. Und es ist nur noch um uns, die feindliche Flotte zu eliminieren. Aber zurückziehen werden wir uns gegen den Haufen ja ganz bestimmt nicht.
Kann ich die Hancock eigentlich auch hier mit anschließen? Hier werden wir mal kreuzen. Einmal warten. Hier geht es dann auch schon bald los. Wir haben den Wind auf unserer Seite. Wir können hier bestimmt schon die erste Salve auf die Entfernung bringen. Und die Entfernung ist ja hier noch unser Freund. Wenn uns der Gegner zu nahe kommt, haben wir bloß Probleme mit deren Kartätschen. Das wollen wir vermeiden. Ja, das war aber eine sehr breit gestreute Salve. Nicht unbedingt überzeugend. Wir werden die Geschwindigkeit an den Gegner anpassen. Nee, werden wir nicht. Wir bleiben bei der. Ihr habt es dann auch bald mal, will ich hoffen. Schießen vielleicht auch ein bisschen zu weit vor. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Also, ich weiß nicht, wie viel was bringt, was den vorderen Teil des Schiffes zu schießen. Ob dann genug Querschläge halt eher hinten einschlagen, so als Verzögerung quasi. Oder ob es schon Sinn macht, auch auf die höhere Distanz eher die Mitte anzuvisieren, wo ja die Panzerung so gesehen am schwächsten ist. Wo man am ehesten den Schaden an Offizieren und am Hauptmast anrichten kann. Und dann kann es ja immer noch etwas nach links und rechts streuen, das passt dann schon. Die Orakel, wann kann die was treffen? Oh, die Orakel steht noch auf Kartätschen. Das wollen wir verhindern. Ich glaube, wir lassen euch beide mal zusammenfahren und die Ranger macht sich selbstständig. Ich will jetzt mal sehen, was die so kann. Und da fliegt die erste Salve der Orakel. Macht bereits ordentlich Schaden an dem kleinen Pott da hinten dran. Und da hier vorne das Gefecht gewinnen wir eindeutig. Was anderes hätte ich aber auch nicht erwartet. Da fliegt ganz, ganz viel. Aber ganz, ganz viel fliegt hier rüber. Und wir haben, das war jetzt erstmal die zweite Salve. Und wir haben die Samson schon fast zerstört. Ja, oder zumindest die Panzerung fast zerstört. Wenn wir die Geschwindigkeit anpassen, dass wir nicht zu weit wegfahren, weil eigentlich passt mir das so ganz gut von Entfernung und Weg. Ich glaube, der kann ich halt wirklich zurückschießen aufgrund des Windes. Schlecht für ihn, gut für uns. Oh ja, den haben wir zerlegt. Der ist weg. Schaut's aus. Die Ranger kann geschwindigkeitstechnisch noch nicht ihr volles Potenzial ausnutzen und würde uns, wenn sie jetzt schießen würde, in unsere eigenen Schiffe reinschießen. Das finde ich nicht gut. Das müssen wir deaktivieren. Wir wollen ja nicht, dass es zu irgendeinem Malheur kommt. Und da dreht die Samson auch ab. Das heißt, da geht die Glasgow und die Hancock auf die Jagd. Wer von beiden kann grundsätzlich schneller fahren? 11,6, 9,6. Alles klar, die Glasgow geht auf die Jagd. Wir lösen die Gruppe einmal auf. Und jetzt zerstören wir auch hier hinten bei der Falcon die Kanonen. Oder allgemein das Schiff. Auch die Dover wird nach und nach zerlegt. Also die stellen hier keine Gefahr für uns dar. Und unser Hauptschiff, die Orpheus, mit uns selbst als wichtigsten Mann, als Dreh- und Angelpunkt, zerlegt hier im Alleingang die Dover. Haben wir bis jetzt auch schon mal in irgendeiner Art und Weise Schaden kassiert, frage ich mich. Und kann die Glasgow es noch irgendwie schaffen, hier mal Wind zu bekommen? Das sind ja die Fragen, die mich so rumtreiben. Die Ranger kann jetzt auch drehen.
Die wird sich hier nicht mehr vorne ranstellen können in der Zwischenzeit, aber die kann vielleicht doch nochmal hier ein bisschen Trouble machen und vielleicht die Samson erobern. Wenn das hier schon nicht die Glasgow schafft, die einfach keinen Wind in die Segel bekommen will. Können wir auf diese Distanz? Nein, das wäre es ja noch gewesen. Dann zerstören wir das Ding halt bloß. Auch nicht schlimm. Na, wer dreht denn hier rein? Ist doch Quatsch, was du machst. Vor allem, wenn wir trotzdem weiter den Wind auf unserer Seite haben. Der macht das natürlich nur, weil auf der anderen Seite seine Panzerung noch voll intakt ist. Wir haben mittlerweile sogar den Mast zerstört. Dann zerstören wir halt die andere Seite auch noch. Jetzt kann er auch mal feuern. Jetzt passt es für ihn vom Wind her. Das macht natürlich für uns wenig aus. Wir können überlegen, ob wir jetzt mit der Orakel dazwischen fahren. Und wer kommt denn da wieder ran? Wer will uns denn da stören? Wird's denn wohl die Samson sein? Dann teilen wir die Gruppe hier einfach auf. Fahren mit der Orakel hier abwärts. Uns wird hier keiner so schnell irgendwie ins Heck schießen. Das kann er vergessen. Wir zerlegen stattdessen die Samson in ihre Einzelteile. Die jetzt noch zu übernehmen wäre Quatsch, ne? Die ist zerstört. Ja, jetzt schießt er uns doch leider ins Heck. Dafür konnte er keinen weiteren Schaden an der Orpheus machen, was für ihn, denke ich, mehr Sinn ergeben hätte. Der Ranger wenden wir wieder, hier hinten wenden wir. Die Hancock fährt auch nur sinnlos durch die Gegend, kann eigentlich mal hier Geschwindigkeit halbieren. Selbe gilt für die Glasgow, alles was jetzt nicht wirklich relevant für uns ist, soll uns bitte auch nicht weiter beschäftigen. Und wir überlegen uns, welches Schiff wir hier noch versuchen zu erobern, und das würde wohl die Dover sein. Wenn es dazu noch kommt, schaut ja aber eher schlecht aus. Seien wir schießen einfach eine Besatzung runter. Klappt das hier von der Reichweite? Ja, wird auch klappen. Das Ding geht unter, das ist klar. Das Ding geht unter, das ist klar. Hier können wir vielleicht noch was machen. HMS Samson ist gesunken. Damit haben wir gerechnet. Darum kannst du doch bitte mal die Ranger kümmern, in der Hoffnung, dass sie es schafft, hier mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Hier schießen wir einfach noch ein bisschen die Besatzung runter. Vielleicht kommt dann die Orpheus durch den Wind hier noch ganz gut ran. Sie sollte ja feststehen. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher, dass auch wirklich das richtige Schiff ist. Hier dasselbe Spiel. Steuern wir das Ganze mal ein bisschen. Und dann können wir doch hier relativ nah ranfahren. Möglichst bevor die Falcon sinkt, denn man sieht es schon, wenn die gesunken ist, können die ganzen Leute übersetzen und das wäre wiederum nicht gut für uns. Was passiert da? Wer schießt da von weiter hinten? Das ist die Ranger, das soll sie bitte unterlassen. Hier können wir anhalten. Hier aktivieren wir bereits schon mal das Entern. Mit der Pumpe, aber hinten sinkt es schon. Da muss ich Zeit lassen. Der muss noch kurz aushalten. Ah, jetzt sinkt die Dover auch. Schade. Aber langsam, das können wir noch abwenden. Das könnten wir noch abwenden. Hier geben wir doch wieder ein bisschen Gummi. Um dann später auf die Falcon schießen zu können. Aus einem guten Winkel. Soweit der Plan.
Geschwindigkeit anpassen. Winkel sollte doch hinhauen, oder? Winkel, Entfernung, alles drum und rum. Vielleicht geben sie sogar noch vorher auf. Mit der Moral steht's nicht gut. Da fliegen die Seile. Geben wir Vollspeed bei der Orakel. Und hier ziehen wir den Kahn ran. Orakel kann uns bereits schon mal auf die Reste der Falcon schießen, die jetzt gleich untergehen wird. Das wird eine knappe Geschichte. Ich hoffe, dass es die Besatzung nicht hier rüber schafft, um noch zu unterstützen. Und wir haben das Ding. Übernehmen und abschließen und fertig ist. Super. Ja, die Briten hatten keine Chance, ne? Das sieht man eindeutig. Wir haben keine Offiziere verloren, haben sogar noch eine Beförderung und wir haben 3 Schiffe erobert. Das ist super. Kleine Reparaturen, Besatzungen, die optimiert werden müssen. Ansonsten nichts weiter. Ah, es ist so klar. Es ist so klar. Karrierepunkt, den werden wir erstmal verteilen. Wo geht's da bei uns weiter? Nicht unbedingt bei den Offizieren. Vielleicht bei der Mannschaft, dass die günstiger werden. Beim Thema Forschung sind wir durch. Also wenn wir jetzt da was forschen, dann eigentlich nur aus Dummdiddledei. Oder um halt noch ein paar Waffen zu erforschen. Mehr brauchen wir nicht. Glück brauchen wir eigentlich auch nicht. Außer vielleicht, was die Überlebensfähigkeit der Offiziere angeht. Das wäre noch ganz interessant. Was haben wir hier noch? Auswahl der Admiralität. Die Frage ist nur, ob wir dadurch auch eine bessere Auswahl an Schiffen bekommen. Günstige Offiziere, wie können uns Offiziere eigentlich zahlen? Wenn wir Offiziere haben, können wir die auch bezahlen. Reparaturkosten bei Schiffen müssen wir nicht verbessern. Schadenskontrolle, ausgebildete Zimmerleute reparieren Schiffe auf See. Wir reparieren unsere Schiffe so schon gut genug, also das macht für uns jetzt nicht wirklich Sinn. Bei den Offizieren, die günstiger zu machen, bringt uns nicht viel. Offizierstraining, dass sie halt schneller Erfolg haben, dadurch unsere Truppen auch erfolgreicher sind. Oder dass unsere Besatzungen nicht vielleicht unbedingt billiger sind, die sind ja so schon günstig, aber dass die Erneuern von Veteranen ist Quatsch. Mannschaftstrainingsgeschwindigkeit, das wäre vielleicht noch was, dass wir wirklich gute Truppen haben und dass die schneller an Erfahrung rankommen und eher die Bonis bekommen. Ich glaube, das ist ein Kreis, den können wir noch voll machen. Das wäre ein Ziel. Gut, einmal durchreparieren und durchoptimieren vor allem. Dann müssen wir halt dafür wieder Rufpunkte ausgeben. Was soll der Geiz? Mehr geht ja gar nicht. Das passt, weil wir da schon die passenden Waffen haben. Das einzige Schiff, wo wir wirklich Rufpunkte für ausgeben müssen, ist unser Flaggschiff. Da müssen wir einen Rufpunkt ausgeben. Warum? Wenn wir auf die anderen See-Einsatzmusketen stellen, dann geht's wieder. Dann machen wir das. Es ist ja nicht einen Rufpunkt auszugeben. Oh. Wir haben jetzt Schiffe der fünften Klasse auf jeden Fall mit im Lager. Die entsprechen zumindest schon mal unserem Rang. Aber wir haben natürlich deutlich bessere Schiffe. Schauen wir auf die Karte. Nochmal die Auswertung. Kriegsschiff. Mein Debüt in den britischen Gewässern war erfolgreich. Ich werde weiterhin versuchen, den britischen Handelsschiffen Angst und Schrecken einzujagen, wenn sie meinen Namen hören. 21.100 Geld, 8 Ansehenspunkte, den einen Karrierepunkt, den wir bereits ausgegeben haben. Wunderbar! Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über jeden Daumen nach oben, jeden dazukommenden Abonnenten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!